Den Kollegen Razer X, Digga, den haben wir uns echt lange nicht mehr reingezogen. Ich habe mir, glaube ich, die letzten 4 Videos nicht reingezogen. Da er anfangs immer flext, ne? Er flext am Anfang und dann zeigt er ein Gameplay. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal das ganze Geflexe an, Digga. Mal sehen, ob hat er sich weiterentwickelt. Hat er ein paar neue rumgeflexte Sachen gelernt. Bin gespannt. Alles ab Season 11. Also muss er sagen, na, also für mich ist Razer X einfach der krasseste, mechanisch gesehen der heftigste PC-Spieler der Welt. So. Let's go. Laut, ne? Warte, lass uns mal gucken, ob das hier auch soundtechnisch, ja, ist alles in Ordnung. Digga, er dasht, obwohl man gar nicht mehr dashen kann. Heftig. Angewohnt wahrscheinlich. Stabil, stabil. Digga, krass, ne? Stell dir vor, jemand nach dem Sieg macht sowas. Da hätte ich direkt wieder Angst gehabt. Wäre direkt heulend zum Bett gelaufen. Wow. Boah, krass. Das waren gerade Heft, Digga. Das muss man erstmal mal verstehen, was er gerade gemacht hat. Das war ja gerade richtig heftig. Das muss ich mir noch einmal reinziehen. Was waren das für Sidejumps? Die waren ja alle on fleek. Oh ja, achte mal drauf. Guck mal. Bam, man baut direkt weiter. Bam, man baut direkt weiter. Bam. Digga, das war krank. Ich fühle mich schon wieder King, wenn ich das nur einmal schaffe. Wow. Wow. Digga, krass. Krass. Digga. Digga. Heiliger Hase. Meine Augen bluten gerade. Oh mein Gott. Rudi. Lamborghini. Wow. Wow. Der hört da gar nicht mehr auf. Wow. Ey, wie lange geht das jetzt schon? Das war gerade einer der krassesten Sachen, die ich mein Leben gerade gesehen habe, Fortnite-technisch. Der hat da gar nicht mehr aufgehört. Wow. So, das waren jetzt sein Ring rumgeflext. Jetzt kommt sein typisches Gameplay. Er hat hier auf entspannt, ich glaube, 20 Kills gemacht. Das ist gut, Digga. 20 Kills. Und hier hat er seine Settings. Hier habt ihr seine Settings. Er spielt X9 und Y8. Er spielt die alten Legacy-Settings. Und es ist mega hoch. 9 und 8 ist mega, mega hoch. Hier mit Handcam sogar. Das will ich sehen. Rumgeflext mit Handcam. Hat er dafür so einen Stick, Digga? Da hat er ja so einen Knüppel raufgeballert, ne? Die Handcam ein bisschen komisch platziert gerade, aber. Ein bisschen lauter. Digga. Digga, der Sp Ah, er drückt Touchpad? Er drückt Touchpad so mit dem Mittelfinger oder was? Ich spiel Claw? Warte, warte, ich muss das mal zeigen hier. So? Dann macht er so? Und dann macht er so. Oh, ich check gar nicht, wie er das macht, Digga. Höchst interessant. Ja, der macht das ja wirklich. Ich feier das, wie der Controller hält.
Wow, also die Shots sind da wirklich on point. Wow, was war das für ein schöner Edit. Oh, schöne Cone gesetzt. Der konnte. Oh, schön. Okay. Und hier macht er jetzt auch wieder ein Gameplay. Hat hier auf entspannt. Oh, er macht echt gute High-Kill-Rounds. Macht gute High-Kill-Rounds. Oh, ist mega laut bei ihm, aber sein Game-Sound, muss man sagen. Oh mein Gott, da wurde er fast geschlachtet. Okay, er hat die Arena Low-Points gespielt. Das ist natürlich ein bisschen einfacher. Ist aber auch wichtig. Er macht hier 21 Kills solo. Ist auch sehr lecker, Digga. Ist auch sehr gut. Gegner mit Rocket Launcher. Und mal sehen, wie er macht hier 21 Kills. Das ist sehr stark, Digga. Wow, 153, Mann. GG, Mann. Real Talk. Schön, schön. Schauen wir das nächste Video an. Und zwar, The Smoothest Console Builder is back. Ja, dann let's go, da Hase. Heute Morgen haut Nasty ein neues Video raus, Digga. Da bin ich echt mal gespannt, Digga. Bei Nastys Videos freue ich mich am meisten. Nasty und Fearless, das sind die YouTuber, auf die ich mich am meisten freue, wenn die Video uploaden. Wow. Digga, das sah ja gerade richtig heftig aus. Ich glaube, ich würde mal Just for Fun auch mal so eine hohe Sensi mal ausprobieren, wie er es hat. Das sah ja gerade, guck mal. Das sah also aus, als hätte er gerade mit Maus und Tastatur gespielt. Oh, geht's ein bisschen laut. Aua. Digga, er macht echt saubere Zeitjumps. Das muss ich lernen, Digga. Ich hab das mal ein bisschen. Ich hab das einmal kurz gelernt, nur so eine Minute. Aber ich merke, Digga, da muss man noch mehr lernen. Genau das hier. Guck mal. Das hier. Bam. Zeitjump und direkt weiterbauen. Also nicht, Zeitjump ist ja einfach, aber so, dass du halt wirklich in der Bewegung bist und noch weiterbauen kannst in der Treppe. Das muss man eigentlich perfektionieren. Das ist voll wichtig in vielen Situationen. Schön. Aua. Ah, 168. Wow. Wow. Schön. Boah. Dick. Heftige Shots. Unglaublich. Ich würde durchdrehen, wenn ich so eine Shots mache. Ihr wisst ja, ich würde so schreien. So, ah, Poetik, Digga. Ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Digga, heftige Flickshots macht er. Heftige Flickshots. Er macht auf jeden Fall dicke Dinger. Er macht dicke Dinger. Guck mal, das meine ich. Oh, diese sauberen Sidejumps, Digga. Und dann BAM! Das ist so wichtig. Digga, wie schnell editiert er. Und ihr habt ja seine Vorder- seine Handcam gesehen. Unglaublich. Wow. Ehre genommen. Und hier auch wieder wahrscheinlich 20 Kills kommen schon wieder. Ehre, Digga. 21 Kills. Ah, krass, er macht doch heute auch mal so 20 Kills aufwärts. Ne? Also, das finde ich. Es gibt wenig Leute in Deutschland, die so coole Videos machen. Einfach mal so ein bisschen rumgeflext am Anfang und dann eine High-Kill-Round. Ich schwör's dir, der einzige damals, der das für mich richtig gut gemacht hat, war. Also, der einzige Kawaii. Ich sag der einzige Kawaii. Der einzige Razer X aus Deutschland war für mich damals Kawaii, Digga. Kennt ihr noch Kawaii, Digga? Oh, der richtig krasser Typ. Er war für mich so der Razer X aus Deutschland. Und wo auf PC geswitcht ist, Digga, da war auch eine Maschine. Hätte auch so der Faceway aus Deutschland sein können, Kawaii. Kawaii ist Dingens, ne? Hat dann irgendwann. Oh, was ist das hier, eine Motte, Alter? Voll erschrocken. Kawaii hat dann
mit Fortnite aufgehört erstmal. Ja, die Frage ist, ne, warum hat er aufgehört? Komm, wir gehen mal zum Beispiel auf seinen Kanal, ne? Das ist Kabeis Kanal, ne? Er hatte wirklich einen Mörder-Hype gehabt. 84.000 Abonnenten, er hat kaum was geuploadet, ne? Hier, er war auch einer der ersten Abo-Bewerber, aber auch eigentlich einer der besten. Er ist auch relativ schnell und als einer der ersten auch ein Abo reingekommen. Damals, vor 10 Monaten. Guck mal hier, Aufrufe 100.000, 85, 50.000, 190, 126, 190.000. Er hatte einen Hype gehabt, ne, in dieser Szene. Das war unglaublich. Guck mal, vor 7 Monaten, er hat dann einfach aufgehört. Er hat 42 Kills gedroppt. 42, halt's Maul, Digga. Digga. Und davor auch, der Maschine, Maschine seiner Zeit voraus. Er war, Digga, jeder wusste, er war einer der Beste. Einer der Besten überhaupt. Er war auch aus Apokalypto, wenn nicht der Beste, Digga. Digga, dann, wie gesagt, hat er komplett aufgehört mit Zocken. Ich kann leider nicht verraten, warum. Aber es war etwas Privates. Es ist etwas, ich sag mal, wie Schlimmes passiert, sag ich mal, privat. So, dass er wirklich gar keine Lust mehr hatte, überhaupt zu zocken auf YouTube etc. Und davor muss man Respekt haben, weil Leute, ich schwör's euch, ne? So ein Hype, wie er hatte, dann aufzuhören, dann muss schon was Heftiges passiert sein. Digga, stell dir vor, du hast gerade den Höhepunkt deines Lebens. Den Höhepunkt deines Lebens. Aus dem Nichts. Boom. Du bist so, Digga, wie so ein Fußballer, der auf einmal 80 Tore geschossen hat und dann auf einmal bei, Digga, Real Madrid reingejoint ist oder sonst wo. Und dann hörst du auf. Digga, da muss schon was passiert sein. Und ich hatte mit ihm gesprochen gehabt und er hat mir dann erzählt, dass ich gesagt, das war was Privates und es war wirklich hart und deswegen, ich will es auch nicht sagen, aber deswegen muss man davor Respekt haben. Aber wenn Kawhi ein Comeback macht, unsere Arme sind offen, ich würde mich freuen, wenn er wieder ein Comeback macht. Wäre mega nice, Digga, ohne Witz. Würde mich mega freuen. Als Kawhi Comeback macht, wir werden daraus auf jeden Fall, wir werden das dick zelebrieren, Freunde, wir werden das dick feiern. Aber krass, Digga, Kawhi war echt eine Legende, Digga, Real Talk. Kawhi war sogar, Digga, ich will mich nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber für mich war Kawhi sogar noch besser als Razer X, Digga, weil Kawhi war wirklich krank gut, Digga, war wirklich krank.